Wir haben heute Abend schon mega viel so Schlagworte gehört und drei Schlagworte will ich euch jetzt näher bringen. Und ein Schlagwort war Schuld, eins war Scham und eins war Angst. Okay, lassen wir mal so stehen. Ich möchte damit jetzt mit euch drüber reden. Ich bin in einer Gärtnerei groß geworden. Mein Opa war Gärtner, er hatte eine große Gärtnerei. Direkt hinter meinem Kinderzimmer ging so eine fette Gärtnerei los. Ich weiß ein bisschen was über die Pflanzen, nicht sehr viel, aber ich weiß, dass man Blumenerde auch Kultur nennen kann. Ja? Manche gießen ihre Blumen, manche kultivieren ihre Pflanzen. Ja? Man kann Erde auch Substratkultur nennen oder man kann auch eine Hydrokultur anlegen. Und ich möchte heute mit euch über drei verschiedene Kulturen reden. Und ich glaube, ihr schafft den Übertrag von Erdekultur zu menschlicher Kultur. So, die erste Kultur, mit der ich über euch reden möchte, ist die Schuldkultur. Hier ist das erste Schlagwort, was heute Abend schon oft gefallen ist. Ich möchte mit euch Licht ins Dunkel bringen. Wir reden hier die ganze Zeit über Schuld. Warum eigentlich? Ihr müsst euch vorstellen, dass die letzten 2000 Jahre in Europa Kirchen einfach aktuell waren. Kirchen predigen viel, du bist ein Sünder, du hast Schuld, bring deine Schuld ans Kreuz, es gibt Himmel, es gibt Hölle. Und dann kommt noch dazu, dass wir in Europa Staaten haben mit Gesetzen und Regeln. Und wir leben alle in Rechtsstaaten, das ist auch gut so. Also wenn du was falsch machst, wenn du zu schnell Auto fährst, kriegst ein Ticket. Du kannst sogar, wenn du richtig zu schnell fährst, kannst du sogar im Gefängnis landen in der Schweiz. Ja, die Sekretärin dort, wo ich arbeite, hat jetzt neulich eine Vorladung ins Gefängnis bekommen, weil sie zu schnell gefahren ist. Also wenn du was falsch machst, dann musst du dafür büßen. Das ist einfach etwas, was ganz tief in den Menschen drinsteckt. Die letzten 100 und 1000 Jahre war das immer so, ist halt einfach so. Und der Mensch ist einfach geprägt, Schuldkultur. Ihr versteht, Schuldkultur, Erde, Schuld, habt ihr verstanden. Und es ist vor 200 Jahren so modern geworden unter Christen, dass man sagt, komm, wir müssen den Leuten von Jesus erzählen. Und nicht nur mit der Kirche vor Ort und der Pfarrer vor Ort, sondern es hat sich so entwickelt, dass Wanderprediger modern waren. Also so Leute, die dann wirklich von Ort zu Ort laufen und das Evangelium erzählen. Und ganz beliebt, vor allem in den letzten 100 Jahren, im letzten Jahrhundert, war die sogenannte Evangelisationsveranstaltung. Vielleicht hast du ja mal selber eine Evangelisationsveranstaltung miterlebt. Das ist so, dass man als Gemeinde sagt, hey, dieser Wanderprediger kommt bei uns vorbei. Lass uns einen Gottesdienst feiern, wo dieser Prediger spricht, der ist sympathisch und einladend. Und vielleicht spricht er nicht nur einen Abend, sondern gleich mehrere Abende. Und wir laden all unsere Freunde, die Jesus nicht kennen, ein. Und dann tut dieser Prediger an diesem Abend sagen, hey, wenn du jetzt dein Leben Jesus geben willst, kannst du das jetzt hier sofort tun. Da vorne ist das Kreuz, gib dein Leben Jesus. Mega krass, voll beliebt. Und der allerbeliebteste Evangelisationsprediger ever war Billy Graham. Und ich habe euch ein Video mitgebracht, damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, wie so eine Evangelisationsveranstaltung XXL ausgesehen hat. Film ab. Der bekannte Prediger Billy Graham traf auf seiner Deutschlandtournee in Berlin ein und fast 90.000 Menschen waren in das Olympiastadion gekommen, um den Evangelisten aus Amerika zu hören. If today you give your heart and your life to Jesus Christ, wenn du heute dein Leben, dein Herz dem Herrn Jesus Christus auslieferst, he can forgive your sins. Dann kann er deine Sünden vergeben. And solve your problem. Deine Probleme lösen. And lift your burdens. Deine Lasten heben. If you are not sure that you're saved. Wenn du nicht gewiss bist, dass du errettet bist. And you want Christ. Und du möchtest Christus. And you're ready to receive him today as Savior. Und du bist bereit, ihn jetzt heute als Heiland anzunehmen. Those are the ones I want to stand. Das sind die, die ich bitte aufzustehen. If you mean it with all your heart. Wenn du es von ganzem Herzen tun willst, and you're giving your life to Christ today as Savior, und du dein Leben Christus ausliefern willst, jetzt und heute dem Heiland ausliefern willst, then remain standing. Dann bleibe stehen. Hey, das Olympiastadion. Da war ich einmal in Berlin zu einem Coldplay-Konzert. Ja, heutzutage füllt Coldplay so eine Halle. Riesig, einfach riesig. Und ihr müsst euch vorstellen, das war damals einfach normal, dass wenn Billy Graham kommt und der hat wirklich über Schuld geredet, der hat gesagt, du bist ein Sünder. Wenn du heute stirbst, wo bist du morgen? Himmel oder Hölle? Und das war gar nicht komisch, das war total beliebt. Billy Graham war
fast schon ein Popstar. Jeder Präsident von Truman bis Obama hat ihm die Hand geschüttelt. Der hing mit der Queen rum. Elvis war mit ihm unterwegs oder Johnny Cash ist mit ihm auf Tournee gegangen. Das war populär. Jeder hat verstanden, ja, ich bin ein schuldiger Mensch. Ja, ich weiß. Die Leute haben das einfach verstanden. Und ich weiß nicht, ob wir heute noch ein Olympiastadion mit dieser Message füllen könnten. Ich weiß es nicht so genau. Aber ich weiß, dass unsere Eltern und unsere Großeltern sehr davon geprägt sind. Und viele von uns Christen sind auch damit geprägt, mit diesem Wissen, ja, ich bin ein schuldiger Mensch, es gibt das Kreuz. Das ist halt, weil unsere Pfarrer und Jugendarbeiter und Leiter schon in dieser Schuldkultur Erde da groß geworden sind und wir haben das mit abbekommen. Ich glaube, Schuldkultur habt ihr verstanden. Ich möchte zur nächsten Kultur mit euch übergehen. Man nennt es die Angstkultur. Diese Namen habe übrigens nicht ich geprägt, Angstkultur und Schuldkultur. Das waren so ganz schlaue Leute, so Kulturforscher, Psychologen, Anthropologen, solche Typen waren das. Ich war das nicht. Und ihr müsst euch vorstellen, Angstkultur. Ja, es gibt ja, kann man das gut sehen? Ja. Es gibt viele Länder, die haben so richtig existenzielle Ängste. Arme Länder zum Beispiel, da wo es so Krankheit gibt, Krieg, richtig schlimme Armut, da müsst ihr euch vorstellen, die Leute wissen gar nicht, wie sie morgen überleben oder die nächsten Wochen überleben. Da gibt es existenzielle Ängste. Wenn solche Leute, wenn du denen von Jesus erzählen willst, die wollen sich nicht in einen Hauskreis setzen und erzählen, wie ihre Woche so war und dann drüber reden, was Gott so tut, sondern die wollen sehen, dass Gott was tut. Da müssen Rechnungen bezahlt werden, die Kinder müssen gesund sein und in die Schule gehen können, Krieg muss aufhören, da muss Essen am nächsten Tag auf den Tisch landen. Also in der Angstkultur brauchen die Menschen nicht einen Gott, über den man reden kann, sondern einen Gott, der wirklich etwas tut. Und viele von euch kennen die pfingstlerische Bewegung, die charismatische Bewegung. Das ist so typisch, dass diese Christen das mit sich bringen. Die beten für Heilung, die beten für Wunder, die beten für, ich benutze das Wort Kraftwirkungen, dass wirklich was passiert. Und in vielen armen Ländern boomen solche Kirchen. Ja, die Leute, die wollen sehen, dass was passiert. Zum Beispiel in den Favelas von Brasilien sind eigentlich fast alle Charismaten. Und in vielen afrikanischen Ländern, bis Korea rüber, total beliebt. Und das ist aber nicht nur in armen Ländern so, sondern ich gebe euch ein Beispiel, weil ich das Beispiel so, so gut finde. Meine Mutti, meine Mutter ist in der DDR groß geworden, ist bis heute in einem der ärmsten Regionen Deutschlands unterwegs. Sie hat 6 Kinder. Ihr Ehemann hat sie verlassen. Sie wurde regelmäßig von ihrem Vater geschlagen. Die ist übergewichtig, hat Schulden, Rauchen, nur Probleme. Und sie hatte ganz viele, sie hat Schwestern und einen Bruder und die waren alle Christen, Vorzeigechristen. Und die sind immer wieder zu meiner Mama gegangen mit diesem Schuldkulturdenken und haben gesagt, Mensch, du bist auch selber schuld, dass du Schulden hast. Du musst halt ein bisschen besser um deine Kinder dich kümmern. Du müsstest das aufhören mit Rauchen und vielleicht das und hier. Und es wurde immer auf ihre Schuld rumgepocht. Und meine Mama hat sich nie für Jesus interessiert. Nie. Die hatte Probleme. Die wusste nicht, ob ihre Kinder hier normal rauskommen aus dieser crazy Lebenssituation. Und erst, dass meine Mama gehört hatte, dass Gott Wunder tut, hatte sie angefangen, für diesen Gott zu interessieren. Sie hat dann Bücher gelesen mit Titeln Erlange die Heilung, Lebe im Sieg, Ergreife die Kraft. Das hat sie gepackt, ein Gott, der was tut. Weil in ihrer Situation hat sie nicht gebraucht zu wissen, dass sie Fehler macht. Die wusste schon, dass sie Fehler macht. Das hat ihr aber überhaupt nichts gebracht. Die wollte, dass Gott was macht. Und dann ist meine Mama durch die Decke geschossen mit Jesus. Angstkultur. Habt ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen verstanden. Wer sich mehr dafür interessiert, kann mal auf Wikipedia gehen. Da gibt es noch viele Fachwörter, die man noch so lesen kann zu diesem Thema. Ich mache es euch ganz einfach heute. Schamkultur. Das ist vielleicht eine der spannendsten Kulturen, die wir uns heute angucken. Ihr habt es nicht gemerkt. Vor uns, als wir euch Fragen gestellt hatten, wie ihr Gott, welcher Satz beschreibt eure Beziehung zu Gott am meisten? Da habt ihr ja gesehen, dass es so die eine Block war. So 50% der Leute haben gesagt, ja, so beschreibe ich meine Beziehung am meisten. Dann 30% und dann waren noch so 16-18%. Ihr habt es gar nicht gemerkt. Aber diese 50% haben auf die Frage beantwortet und gezeigt, dass sie zur Schamkultur gehören. Also, pass auf, was ist Schamkultur? Am besten erklärt sich es eigentlich mit Instagram. Instagram gibt es ein Gesetz. Und das Gesetz heißt, wenn du dich für nichts schämst,
kannst alles posten, was du willst. Gibt keine Regel, kannst posten, was du willst. Es gibt Leute, die auf Instagram natürlich total toll aussehen und schlank und sportlich und tolles Essen und tolle Reisen und so. Aber neben diesen Leuten gibt es auch Leute, die kurviger sind oder ganz extrem. Es gibt dann Leute, die haben extrem Akne oder es gibt Leute mit Down-Syndrom und die zeigen sich so, wie sie sind und prägen so Hashtags wie Love Your Body. Also du kannst alles zeigen auf Instagram, solange du dich nicht dafür schämst. Das finde ich so spannend. Das Thema Nacktheit, Nacktsein. Ja? Vor ein paar Jahren, also als meine Oma noch gelebt hat, da war Nacktheit, das ging gar nicht. Teilweise war das sogar verboten in Ländern, sich irgendwie nackt zu zeigen oder Nacktheit im Fernsehen zu zeigen. Das war einfach verboten, das macht man nicht, fertig, Schluss, aus. Heute ist Nacktheit eigentlich keine Frage mehr. Wenn du dich traust, dich nackt zu zeigen, kannst du es machen. Das ist keine Schuldfrage mehr, ob man sich nackt zeigt oder nicht, ist nur noch eine Schamfrage geworden. Da ist ein Wechsel gekommen. Es ist jetzt so, dass man seine Werte nicht mehr unbedingt danach prägt, was ist richtig und was ist falsch, was steht in der Bibel und was sagt das Gesetz, sondern man setzt seine Werte nach der Masse. Wenn es eine große Masse okay findet, dann finde ich es auch okay. Dann ist das ja okay. Wenn es Anklang findet bei vielen Menschen, dann ist es okay. Und dann entstehen manchmal Werte, die man, wenn man einmal drüber nachdenkt, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Also Beispiel, ich gucke ja auch Netflix, klar, mehr nicht. Und dann gibt es immer so Haufen Filme, wo der Hauptdarsteller im Film eigentlich voll den Scheiß macht. Teenie-Filme. Die Hauptdarsteller im Film, die Helden im Film, kiffen, saufen, klauen im Laden, sind eigentlich überhaupt so gar keine Vorbilder, werden aber so dargestellt und die werden gefeiert und die findet man cool. Also da merkt man plötzlich so, eigentlich sind das gar nicht Vorbilder. Guck mal, was sie für ein scheiß Leben haben. Aber auf der anderen Seite feiern wir die, weil die ehrlich sind und weil die irgendwie cool sind. Und dann prallen da eigentlich Werte zusammen, wo du denkst, das passt doch gar nicht. Ist ein Lügner, ist ein Dieb, und aber irgendwie sind die cool. Aber das schafft eine Schamkultur, nebeneinander zu stehen. Das schafft die, weil der Schamkultur egal ist, dass jemand Schuld hat. Ist egal, darauf kommt es ja nicht drauf an. Hauptsache, die Person ist echt und ehrlich und schämt sich nicht. Und woran junge Menschen in einer Schamkultur ganz oft scheitern, ist das, die Schuldkultur sagt, ich mache Fehler, und die Schamkultur sagt, ich bin ein Fehler. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, aber der ganz eklatant ist. Die Schamkultur sagt, ich sehe nicht toll aus. Ich bin nicht so cool wie der, ich bin nicht so erfolgreich, ich wäre gern so erfolgreich, ich habe nicht so viel Geld wie der. Und es gibt auch das andere Extrem, dass wenn jemand erfolgreich ist und wenn irgendjemand so 100.000 Follower auf Instagram hat, dass die Person dann auch merkt, aber das ist ja nur eine Farce, dieses Instagram-Profil. Was ist, wenn mich einer entlarvt und merkt, ich bin gar nicht so schön, ich bin gar nicht so cool, da ist wieder diese Scham da. Junge Menschen sind durchzogen von Scham, und was sie sich wünschen, ist Ansehen und Ehre und Würde. Ich will dazugehören, ich will geliebt sein. Und das Schwere ist in der Schamkultur, dieses Ansehen und Ehre und Würde, das kannst du dir ja nicht selber geben, das muss dir jemand anders geben. Das muss dir eine andere Person geben oder eine andere Gruppe. Und deswegen sucht man sich im Internet Gruppen. Wer tickt so wie ich? Wer hat denselben Hashtag wie ich geteilt? Und dann merkst du, und dann findest du immer jemanden, der so tickt wie du. Und dann fühlst du dich wieder wohl. Aber wenn dein Handy aus ist, meine Fresse, stehst du plötzlich ganz alleine da und merkst, wer bin ich eigentlich? Scham. Ich hoffe, ihr habt das ein bisschen verstanden. Ich muss hier ein bisschen durchrasen. Wie können wir als Christen auf Menschen in diesen verschiedenen Kulturen reagieren? Ich fange mal an mit der Schuldkultur. Wenn ich Menschen treffe, die Schuldkultur sich da sehr drin wiederfinden, die lieben es, die 4 Punkte zu hören. Wer die 4 Punkte nicht kennt, kann hier auf die4punkte.com gehen. Da geht es einfach darum, hey, Jesus ist für deine Schuld gestorben und du kannst ein neues Leben haben, Gott liebt dich. Die 4 Punkte, super. Wenn wir jemanden begegnen, der sehr in einer Angstkultur lebt, wie können wir denen begegnen? Wir müssen nicht viel reden, wir müssen Taten sprechen lassen. Also wir müssen den Leuten zu essen geben bei der Tafel oder wir müssen den Leuten helfen, ihr Haus aufzuräumen. Wir müssen helfen, dass sie aus den Schulden rauskommen. Und Zeichen und Wunder, Heilungen müssen da passieren, da muss Übernatürliches passieren. Und
Menschen in einer Schamkultur, wie können wir denen begegnen? Mit Annahme. Hey, so wie du bist, nehme ich dich an. Du bist toll, du bist wertvoll. Gott hat einen Plan mit dir. Und das andere ist Wert geben. Zu einem sagen, du bist wertvoll, und den anderen gib denen eine Aufgabe und zeig dem, dass die Person was kann. Gib der Person einen Wert. Was ich euch noch unbedingt zeigen muss und welches Bild ihr euch auch unbedingt merken sollt: Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der nur von einem hundertprozentig geprägt ist. Ja, also merkt euch dieses Bild, wie hier diese Erde auch ein bisschen da und ein bisschen hier, und also jeder ist so ein bisschen auch anders, weil Menschen machen Phasen durch, Menschen sind ja keine Roboter, und es ist auch so, dass viele Menschen von mehreren Kulturen geprägt sind. Ja, also es ist nicht jeder Mensch nur in einem Topf, ne? Wir sind ja so, habt ihr verstanden? Und eure Aufgabe ist jetzt, ihr müsst jetzt nicht faul sein. Rennt raus, holt euch einen Stift und holt euch ein Stück Papier. Und damit ihr nicht alleine rennt, renne ich jetzt mit euch hier auch einmal im Kreis, weil wir haben jetzt exakt 3 Minuten. Und die will ich mit euch hier durchbuttern, das ist nämlich richtig wichtig. Bist du noch nicht losgerannt? Du bist noch nicht losgerannt. Renn los! Hol einen Stift, hol einen Zettel, hol einen Stift, hol einen Zettel. Das ist jetzt wichtig, was wir jetzt tun. Im Notfall nimmst du dein Handy raus, aber das ist nicht so cool. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super! Welche Person in deinem Leben möchtest du eigentlich von Jesus erzählen und du traust dich nicht so richtig? Schreib den Namen oben auf deinen Zettel mal drauf. Tim, Sabine, Fritz, Max. Und jetzt denk mal sehr scharf über diese Person nach. Von mir aus ist es auch eine Personengruppe, dein Jugendkreis oder eine Gruppe, die du betreust, deine Jungschergruppe, die du betreust, weiß auch nicht. Überleg dir, was tut diese Person? Und jetzt musst du 3 Spalten hinschreiben auf diesen Zettel. Erste Spalte, was tut diese Person? Außer in die Schule gehen. So, was tut die in ihrer Freizeit? Was sagt die Person? Immer noch in die erste Spalte. Was sagt die so? Wie sieht das Insta-Profil aus? Was macht die in ihrer Freizeit? Mit welchen Freunden hängt die rum? In die erste Spalte machst du eine Personenanalyse. Ja, das ist jetzt hier sehr, musst jetzt ein bisschen überlegen, dein Hirn anstrengen, aber du bist schlau. Ja, du schaffst das. Mach eine Personenanalyse. Und in die zweite Spalte. Ja. Ich gebe dir noch Zeit für die Personenanalyse. Welche Haarfarbe hat die? Und wie ist die Geschwisterkonstellation dieser Person? Geht sie schon in die Kirche? War sie mal in der Kirche? Schreib mal das auf. Hey, und wenn du immer noch nicht schreibst und immer noch nur mich anguckst, hol den Zettel. Das hilft voll jetzt, wirklich. Was kann man noch über Personen sagen? Hat die ein Haustier? Vor allem, was sagt diese Person? Wenn die Person mit dir redet, was sind die Themen, die diese Person bewegt? Welche Filme guckt diese Person? Ja. In die zweite Spalte, die ist nur ganz dünn. Schreibst du mal hin, so Prozentzahlen, die du dir jetzt selber überlegst, wie viel Prozent Schuldkultur steckt in dieser Person? Wie viel Prozent Angst und wie viel Prozent Schamkultur? Das ist ja nur, der Zettel muss ja niemand sehen. Aber das hilft manchmal zu verstehen, wie tickt denn diese Person eigentlich? Schreib das mal hin. Prozentzahlen? Kann auch 0% sein. Vielleicht fällt dir eine ganz neue Kultur ein. Kannst du uns schreiben? Fände ich interessant. Schreib das mal in die Mitte. Und dann haben noch ein paar Sekunden. Oh, das ist super. Super. Das ist nämlich jetzt der schwerste Teil. 3. Spalte. Wie kannst du dieser Person begegnen? Aufgrund dessen, wie du festgestellt hast, wie die Person tickt. Wie kannst du der begegnen? Weil ich bin ja ein Gärtnereikind, ne? Ich habe gelernt, dass verschiedene Erde verschiedenen Samen braucht. Ja, ein Aloe Vera wächst nicht in einer normalen Blumenerde, die muss sandig sein und so. Welchen Samen, 3. Spalte, kannst du streuen, der auch aufgeht in der Erde? Überleg mal, wie kannst du der Person helfen? Und hier auf diesen Zetteln steht das auch nochmal. Wie kannst du der Person vom Evangelium erzählen? Überleg mal, ja, ich streue hier. Da, ich habe die Zeit schon ein bisschen überzogen, aber ich gebe euch noch 10 Sekunden. Was kannst du streuen? Danke fürs Mitmachen und nimm den Zettel mal mit und schreib mal weiter und denk da weiter drüber nach. Das ist nämlich sau, sau gut.